Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bellride. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das eine Lager besiegt. Wir hatten noch einen kleinen Überfall auf unser Lager, aber wir haben konsequent und sehr professionell die Banditen erledigt. Wir sind langsam so ein eingespieltes Team, ne? 4 Nahkämpfer, eine Bogenschützin, das läuft. Und ja, mal sehen, ob wir diese Folge auch wieder einen Überfall bekommen. Ich kriege auf jeden Fall diese Folge den Winter. Das weiß ich jetzt schon. Und mal sehen, was wir so aus der Siedlung machen, diese Folge. Und damit, let's go. Oh ja, Räuchergestell funktioniert. Und ich würde auch sagen, ich reiß das Lagerfeuer hier ab. Weil zurzeit macht das Räuchergestell seinen Job. Und was wir auch abreißen werden, ist das Holzfällerlager hier. Das werden wir versetzen. Und das Ding haben wir sowieso noch nicht gebraucht. Holzfällerlager würde ich... Zack. Ja. Und wir bauen ein neues. Und zwar da vorne. Da, wo so viel Wald ist. Oh, hier so rein, ne? Weil hier kann auf jeden Fall viel gefällt werden. Guck mal, was wir alles hinzufügen können. Bisschen Holz. Top. Ich hoffe, wir haben noch genug Holz, weil wir können ja gerade nichts weiteres fällen. Außer ich fälle noch was. Ne, wir haben gerade nichts mehr an Holz. Das ist schlecht. Haben wir jetzt irgendjemanden, der hier eine Axt dabei hat? Und was ist das? Drei Äxte und Holz. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das habe ich gesucht jetzt. Das habe ich gesucht. Dann gib dem Onkel mal eine Axt. Ich fälle da Holz für das Holzfällerlager. Das stellen wir jetzt noch fertig, dann kann ich das wieder verwalten und dann können die mehr Holz sammeln für das andere Lager da zum Aufbauen. So. Holzstämme. Bringen wir auch hin, hacke ich hier vorne so einen Baum. Direkt an der Straße. Huch. Pack mal die Axt weg, ich will was bauen. So. Holzfällerlager steht, gleich mal verwalten. Ja, wir haben keine Axt, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Jetzt haben wir das schon mal gemacht. Jetzt sagen wir noch, das Holzfällerlager hat eine Priorität von 4. Ich möchte bitte, dass immer Holz da ist. Immer. Ich packe auch gleich mal die Äxte hier ins Lager. Feld läuft auch. Sehr schön. Hier ist ein Baumstamm. Wozu ist der hier? Wassersammler öffnen. 3 Wasser. Das kann ich einfach so in die Tasche tun? Okay, cool. Ohne Schlauch, ohne alles. Verrückt. Aber der Wassersammler macht sein Ding. Er sammelt Wasser. Das Lager ist auch fertig. Da machen wir auch mal Ressourcen und Ausrüstung rein. Als das hier voll ist, haben wir dann noch das da. Warum ist hier eine Fackel, die nicht an ist und da aber schon? Was ist hier los? So, Lagerfeuer mit Kessel haben wir freigeschaltet. Das können wir noch bauen. Lagerfeuer. Singen das Lagerfeuerlied. So, Lagerfeuer mit Kessel. Gehen wir gleich mal daneben. Was brauchen wir dafür alles? Zinnbarren. Ja. Okay, gut, dann braten wir uns noch einen Zinnbarren. Für den Topf, ne? Oder? Da hätte ich doch eher einen Kupfertopf genommen. Naja, egal. Also es brennt zwar, aber wir müssen noch Brennstoff hinzufügen. Verstehe. Unlogisch. Aber haben wir jetzt was Geräuchertes schon? Was sich länger hält? Geräucherter Pilz. 4 Stunden sättigend.
natürlich die Frage, hier steht nicht, wie lange sich der hält, aber ich glaube, der hält sich länger als der gebratene. Seile, Rohstein und, naja, das kriegt er allein hin. Er macht das schon. Kleines Stück geräuchertes Fleisch, ja. Interessant. Sättigt 5 Stunden. Hm, okay. Ja, ich glaube, das mit dem Geräusch, also das Räuchern ist das Ding. Vorerst. Ich glaube, das Räuchern ist das Ding. So, ich gehe auch mal schlafen. Ist jetzt Winter? Ja. Es schneit. Es schneiert. So, ich möchte mal noch eine Falle aufstellen. Benutzen. Ja, sehr gut. Stell mal hier eine auf. Jetzt haben wir 2 Fallen aufgestellt. Ich vermute, dass das ein bisschen besser ist für den Winter. Dass wir halt mehr Fleisch haben und mehr Nahrung und so. Aber wir dürfen auch noch Pilze und sowas haben, ne? Beeren und so. Gar nicht mal so viel. Aber wir haben einen ganzen Schwung geräucherte Pilze. Und es werden noch gerade wieder welche drangehangen. Sehr gut. So. Lagerfeuerkessel. Füge Beere hinzu. Füge Fisch hinzu. Großes Stück Fleisch. Knoblauch. Pilz. Okay, hier kann man eine Menge kochen. Lagerfeuer verwalten. Oh, das geht jetzt auch. Sehr gut. Wir können Bärenmarmelade herstellen. Dazu brauchen wir Wasser, Salbei und Beeren. Das können wir tun. Damit wir immer unsere Beeren verwursten. Guck mal hier, hier können wir mit einem kleinen Stück Fleisch, Knoblauch und Pilz und Wasser. Können wir einen feinen Eintopf herstellen. Das können wir auch mal machen. Was könnten wir noch erforschen? Für die Dorfhalle brauchen wir 15 Riemen. Krass, 15 Stück. Kupfernägel. Leinen, Fell, das ist alles kein Problem. Kupfernägel. Wie stelle ich Kupfernägel her? Kupfernägel aus einem Kupferbarren. Also sind eigentlich nur die Riemen das Problem. 15 Riemen. Dafür, also da müssen wir noch ein paar Raids durchmachen hier. Wie viele Riemen haben wir? 13! Okay, alles klar. Wir haben ja fast so viel Riemen. Wir können eine Dorfhalle erforschen. Wir brauchen eigentlich nur noch Kupfernägel. Ich frage jetzt den da drüben, ob der noch Riemen zu verkaufen hat. Vielleicht können wir da noch einen uns besorgen. Ja, hier. Kaufen. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Riemen. Können wir wahrscheinlich am nächsten Tag auch bei ihm kaufen. Oh, hier, wir lagern Dünger ein. 9 Stück. Schön. Interessant. Nice. Okay, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch Kupfer verbrennen, ne? Für Kupfernägel. Wir nehmen mal einen Kupfer. Haben wir noch Holz? Sieht nicht so aus. Also es wird hier was gehackt, ja, aber wir haben kein Holz zum Verbrennen. Hier ist Holz drin. Okay. Na dann, aber ich habe auf jeden Fall, wisst ihr, was ich jetzt gerade entdecke? Ich habe auf jeden Fall nicht mehr diesen Debuff auf Kälte. Dank meines Wintermantels. Den schönen Wintermantel habe ich ja an. So, jetzt stellen wir mal Kupfernägel her. Wie viel stellt er da her, wenn ich da jetzt aus einem Kupferbarren wird er wohl ein paar Nägel herstellen, oder? Hoffe ich. Huch. Dauert auf jeden Fall echt lange. Dabei müsste ich doch schon Herstellung 4 oder so haben. Keine Ahnung. 5 Kupfernägel. Wie viel brauchen wir hier für 3?
Okay, also die Kupfernägel haben wir schon mal reingetan. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich will noch mal schnell gucken, ob wir das Fell haben. Ich weiß, bin mir nicht, nämlich nicht sicher, ob das... was das für Fell ist, was wir da brauchen. Das ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir brauchen Wolfsfell. Ja. Ich glaube, ich muss mit meiner Keule nochmal auf Wolfsjagd gehen. Wir haben nicht das passende Fell. Da vorne ist ein Wolf. Ich habe dich gefunden. Da sind zwei Wölfe. Ist doch aber auch nicht das richtige Fell, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Fell ist, aber wir kriegen auch Fleisch. Also allein fürs Fleisch lohnt es sich gerade, die Wölfe zu töten. Der hat mich auf jeden Fall nicht kommen sehen. Anscheinend klingelt jemand bei uns. Ich gehe jetzt nicht an die Tür. Ich habe keine Lust. Mein Hund hat gebellt. Da vorne sind noch mächtig viele Wölfe. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich gerade im Winter jagen gehe. Ey, sind ja wirklich richtig viele. Warte mal. 6 Stück wird mir hier auf der Minimap angezeigt. Kann ich auf jeden Fall nicht alle gleichzeitig fighten. Muss ich so ein bisschen rauskiten. So, Nummer 1 haben wir schon mal. Auch gleich noch zwei Wolfskrallen oder Wolfszähne oder was auch immer das ist. Komm, einen schaffe ich noch. Und Schlag. Verdammt. Hab nicht getroffen. Uff. Jetzt sollte ich aber gehen. Jetzt habe ich noch 10% live. Okay, ich gehe. Dieser getrocknete Pilz hält auch lange vor. Ist gut. Ich muss noch mal gucken, ob das Fell, das ich jetzt hier habe, ob das dafür geht. Weil irgendwie sieht das Fell da anders aus. Und wir hatten ja schon mal den Konflikt, dass irgendwie doch nicht Fell gleich Fell ist. Hm. Die von Hirschen geerntete Haut. Und was habe ich hier? Eines Tieres... Ne, das ist das. Ich brauch von Hirschen geerntete Haut. Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich jetzt Hirsche jagen gehen? Das ist natürlich, natürlich schlecht. Wo ist denn meine Bogenschützin? Ich brauche dringend dein Stuff. Ich muss... ich muss Hirsche jagen gehen. Vielleicht gehen auch Wildschweine. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall brauche ich anderes Fell. Gleich wird's Nacht und ich sehe wieder nichts. Da vorne ist ein Wolf. Ich suche einen Hirsch.
Fein, wie viele Hirsche muss ich denn jagen für diese Hütte? Ich finde nicht mal einen. Doch, da ist einer. Aber der haut mir ja gleich ab. Wisst ihr, was ich meine? Ich brauche ja zwei Körpertreffer, um das Vieh zu erlegen. Ja. Bin schon wieder viel zu nah an der Banditenfestung hier. Ach, Mist. Och. Das scheint nicht der gleiche gewesen zu sein. Aber ich habe ihn getroffen. Ey, Nachtsjagen ist auch richtig dumm. Muss er, ich sehe ihn nicht. Sehe ihn nicht. Er sieht mich, aber ich sehe ihn nicht. Da unten. Fuck. Komm schon. Oh. Auch noch nicht tot. Was ist das hier für eine Siedlung? Weizenfelder. Aha. Ey! Das kann doch nicht wahr sein. Er lebt immer noch. Aber ich sehe dich. Jetzt bist du dran. Nein! Ach, du hässliches Biest! Och nö! Er lebt immer noch! Also langsam, glaube ich, das Game will mich verarschen. Ich glaube, das will mich verarschen, das Game. Endlich! Vorne ist theoretisch gleich der nächste. Ich könnte versuchen, Kopftreffer zu machen. Nein! Und in dem Moment steht er auf. Oh, drei Fell gibt's. Okay, okay, okay. Schön, schön, schön. Na dann bin ich motiviert, den nächsten zu schießen. Da vorne ist einer. Ich glaube, dass mit einem Kopftreffer der wesentlich früher liegen würde. Ich bin mir nicht sicher. Hier sind gleich zwei. Psst. Gebt ihr mir oben auch gleich mal einen mit? Erwischt. Sehr gut. Der lag tatsächlich nach zwei Treffern. Ungeweih. Lol. Jetzt gucken wir mal, wo ich bin. Alter. Bin ich weit gerannt. Mittelständiges Banditenlager. Was heißt das? Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Wir bleiben mal auf dem Weg. Und dann hier hoch. Okay, verstehe. Ja, Leute, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich wieder da bin. Aber dafür gab es eine geile Jagd. Naja, die war... Naja, es war in Ordnung. Ganz schön viele Pfeile verschwendet. Und ich habe nichts mehr zu essen dabei.
Vorne ist ein Bandit, den könnte ich fighten. Der hat ein Schild. Oh, ich habe ihn erwischt. Der hat super viel Life. Oh! Nee, mit dem lege ich mich nicht an. Oh, der tötet mich. Ich habe keine Ausdauer. Das ist mein Problem gerade. Okay, er lässt ab. Aber ey, ich habe den ein paar Mal getroffen mit einem Pfeil und der hat einfach gar keinen Schaden genommen. Also sind die hier tatsächlich stärker? Wisst ihr aber, was das auch heißt? Dass man da, wo ich gebaut habe, in der Nähe, sein Dorf, sein erstes Dorf bauen sollte. Weil wenn du hier in der Nähe baust, kriegst du ja natürlich von solchen auf die Eier. Also ist ja unmöglich, die zu fighten. Der hat 2, 3 Pfeile gefressen, der hat kaum Life verloren. Vielleicht 5% oder sowas. Guckt euch an, wie der sprintet, ja. Der zieht mich ab. Der lässt auch nicht locker, ne? Glaube ich, wäre ein One-Shot, wenn der mich treffen würde. Ich lock den jetzt so ein bisschen in mein Lager, glaube ich. Weil der verfolgt mich immer wieder, dann haut er ab. Aber er flieht in meine Richtung. Und Alter, hier vorne ist alles voll mit Banditen. Seht ihr das da unten auf der Minimap hier neben mir? Hier ist alles voll mit Banditen. Auch richtig krasse Jungs hier mit Schilden und so. Da vorne kommen auch wieder 3. Es wird mit Pfeilen auf mich geschossen. Alles klar. Ich glaube, ich konnte die so ein bisschen outplayen jetzt mit dem Felsen. Aber ich bin fast wieder zu Hause. Gott sei Dank kriegt man pro Hirsch nicht nur ein Fell. Das wäre ein Abfuck. Das wäre ein richtiger Abfuck. Oh, das ist ein Eber. Alter, der schnarcht. Der schnarcht einfach. Oh, das ist eine Frau. Das finde ich witzig. Eine Frau, die... Geil. So, dann gehe ich auch mal schlafen. Vielleicht ist morgen schon wieder kein Winter. Jetzt ist mir auch wieder kalt. Warum? Ich habe doch extra einen Wintermantel. Tag 26 schon. Krass. Ah, ich kann wieder zu ihm rüber und fragen, ob er einen Riemen hat. Das machen wir gleich. Müsste dann der letzte sein. Vorerst. Ja, sehr gut. Also es gab auch schon Tage, da hatte er keine Riemen. Da hatte er irgendwie Fisch oder so gehabt. Aber meistens hat er einen. Ich bin gespannt, diese Dorfhalle ist ja dann theoretisch der nächste Step. Habt ihr echt das gute Fleisch verbrennen lassen? Ach Leute. Okay, jetzt, ich pack mal alles rein, damit das Forschen dann losgehen kann. Ich hätte wirklich gern in der nächsten Folge vielleicht schon diese Dorfhalle gebaut und dann die neuen Gebäude und so. Oh, das wird gut, das wird richtig super. Okay, Alter, wirklich 7 Pfeile? So viel, wie wir geerntet haben tatsächlich? Krass.
Hätte kein Fell mehr sein dürfen. Krass. Richtig, richtig krass. Okay, cool. Na dann, forscht, meine Freunde, meine jungen Freunde. Forscht. Das ist ja auch noch ein Fell. Rohes Eberfell. Ach so, okay. Also es gibt Hasenfell. Ein Stück eines Tieres ist noch. Okay. Wolf oder Kaninchen. Ist das hier? Das ist Eber. Und das, was wir eben gerade geholt haben, ist Hirsch. Okay. Gut, das muss ich mir mal merken. Wie sieht's mit dem Essen aus? Verhungern wir gerade oder haben wir noch genug da? Wir haben auf jeden Fall noch Hasenfleisch. Wurstfleisch haben wir auch. Und halt verbranntes Zeug. Also, okay. Was soll ich machen? Die haben das Zeug verbrennen lassen. Es wird geforscht. Achso, ich würde nochmal meine Werte anschauen. Wie gut ich gerade bin. Okay, ich habe Ernten 3, Landwirtschaft 1, Jagen 2, Kochen 2, Herstellung 3. Stärke habe ich 1, Gewandtheit habe ich 1, Einhand habe ich 1 und Bogenschießen habe ich 2. Könnte eigentlich... Oh! Neue Technologiestufe 2, Dorfhalle. Ja, sehr gut. Ich werde mir aber nochmal ein Buch anschauen. Und zwar zu Einhandwaffen. Top. So, die dörfliche Halle. Da ist er. Die ist schon mal ziemlich riesig. Aber ich denke, ich werde die hier hinstellen. Benenne deine Siedlung. Ah, jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's nämlich los. Wie nennen wir das mal? Dachshausen. Okay. Nochmal schnell geguckt. Was braucht denn so eine Dorfhalle alles? Achso, zweimal kann ich sie nicht bauen. Deswegen ist sie jetzt hier raus. Gucken wir mal. Wir brauchen 15 Baumstämme. 90 Holz. Holzplanke. Wie stelle ich denn eine Holzplanke her? 80 Stück. Kupfernägel. Seile. Stroh. Das werden wir in den nächsten Folgen einfach nicht fertig kriegen. Das ist ja ein Riesenbauprojekt. Das ist ja mega krass. Jetzt möchte ich aber noch mal gucken, was wir jetzt erforschen können dadurch. Nichts Besonderes. Wir müssen das Ding erstmal bauen. Wir müssen das Ding erstmal bauen. Ah, hier Grubenholz. Holzbretter aus Baumstämmen. Ja, das müssen wir erforschen. Krass. Also das wird jetzt längere Zeit eine große Baustelle werden. Und ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge Bellride. Wir haben viel gejagt in dieser Folge auf Rothirsche in der Nacht. Und wir haben die Dorfhalle freigeschaltet und bauen die jetzt in den nächsten Folgen. Das wird sehr heavy. Das wird mega heavy. Wir brauchen unendlich viel Holz dafür. Das wird krass. Aber wir sind motiviert. Ich bin motiviert, das Ding zu bauen. Das wird super. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre nicht schlecht und einen Kommentar. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.